30 Meter hoch, über 1000 Kilo schwer, ein ganz besonderer Maibaum zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Wels. Heute in Wels wird ein Baum aufgestellt, und zwar der Maibaum. Im Volksmund heißt es, wenn ein Mann zu spät nach Hause kommt, stellt ihm die Frau den Baum auf. Ist Ihnen das schon mal passiert? Nein, ich habe eine sehr großzügige Frau. Sie weiß, ich bin in der Politik, da kann man nichts Genaues planen. Aber das Baumaufstellen hat mit dem Maibaumaufstellen nichts zu tun. Es kommt ja von der Schrankenanlage und deswegen Schranken habe ich keine zu Hause. Also ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich habe schon gewisse Erfahrung, aber nein, selbstverständlich ist. Bei uns läuft alles harmonisch, alles gut. Nicht sehr oft, aber meine Frau hat da wirklich höchste Toleranz. Aber es gibt schon Tage, Momente, wo sie dann sagt, jetzt reicht's. Warum muss ich früher zu Hause sein? Des Öfteren, aber ich kann sagen, es war immer wunderbar. Heute großes Maibaumaufstellen mitten am Stadtplatz. Baumaufstellen heißt es auch dann, wenn zum Beispiel der Freund zu spät nach Hause kommt oder der Mann zu spät nach Hause kommt. Haben Sie dem schon mal den Baum aufgestellt dann? Nein, also wenn, dann wäre es umgekehrt, aber er hat es auch noch nicht gemacht. Also wir kommen beide spät heim und das ist in Ordnung. Natürlich. Ja. Ja, natürlich. Ja, passt. Ja. Sie sind ja der Kranexperte hier in Österreich. Die Welser Freiwillige Feuerwehr arbeitet schon 5 Stunden. Unbestätigte Gerüchte sagen, dass sie ja bereits ein Nachttraining gemacht haben. Ging das mit einem Ballfingerkran schneller? Also ich kann natürlich sagen, es würde mit einem Ballfingerkran schneller gehen, sicherer. Und die Gäste würden früher bei den Getränken, beim Bier, beim Wein und natürlich auch beim guten Hähnchen sein. Die SPÖ in Wels wird sich jetzt freuen, weil die Frau Minister Gewessler hat jetzt bestimmt, dass auch Radfahrer bei Rot nach rechts abbiegen dürfen, bei der Ampel. Glauben Sie, dass das die SPÖ freuen wird, wenn sie endlich einmal nach rechts abbiegen darf? Ja, ich glaube, die SPÖ weiß selber nicht genau, wo und wie, was man mit dem Rad alles machen kann. Aber prinzipiell, diese Ideen, die derzeit im Radverkehr umgesetzt werden, sind nicht immer einsehbar und förderlich. Sie haben schon so eine gute Farbe. Waren Sie schon im Welser Freibad? Im Welser Freibad war ich gestern am 10-Meter-Turm. Wir haben ihn eingeweiht. Morgen geht ja die Freibadsaison los. Es wird ein herrliches Tagerl werden. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Ende der Pandemie in Wels zufrieden? Ja, es läuft ganz toll ab. Wir haben die Frequenzen wie vor der Pandemie. Die Umsätze in der Stadt steigen ganz massiv. Wir haben de facto keinen Leerstand mehr. 100% der Geschäfte in der Kernzone sind vermietet. Also wir boomen. Und das ist gut so, und wir werden diesen Weg auch weiter verfolgen, die lebenswerteste Stadt in Österreich zu werden.